Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Parasite Eve 2. In der letzten Folge haben wir uns dem riesen Gigamoth, Behemoth, wie auch immer man den nennen will, Hirn ausgesetzt. Auf jeden Fall haben wir den besiegt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier außen rum. Weil der hat ja alles mögliche zerdeppert unten. Beziehungsweise draußen auf dem Balkon und da kommt man nicht mehr runter, deswegen gehen wir jetzt den Umweg. Der bestimmt nicht mit Monstern zugepflastert ist. Nein, 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 nein. Nein, 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 kein bisschen. Kein bisschen. Es sind fast keine Monster unterwegs. Nun denn. Auf dem Weg nach Paraguay, auf dem Weg nach Paraguay, traf ich einen Papagei, traf ich einen Papagei, der versprach mir eine Feder, versprach mir eine Feder, wenn ich ihn von hinten leder. Es ist noch früh, ich entschuldige mich herzlichst für meine, nennen wir es Idiotie. Aber ich habe gerade gute Laune, also lasst mich gute Laune haben. Ah! Was ist das hier jetzt eigentlich? Ein Mist? Sterbend. Ich habe ein richtiges Rattenproblem hier in der Küche. Das ist ja widerlich. Hier gehe ich nicht essen. Ja, ja. Lass mich gehen. Ich möchte fort. Ich möchte hinfort. Ich möchte die 3 XP, die hier noch rumfliegen, mitnehmen und dann mal ganz schnell zu Clyde. Nee, wie heißt er? Killerbabys, Killerhasen. Nein, da musst du hinzählen, da musst du hinzählen! Nein! Oh Gott! Der Hase hält mich fest, während das Mutationsriesen-Explosionsbaby umkrabbelt. Kill das Ding! Yeah! So, und jetzt kannst du den restlichen Viechern auch noch den Garaus machen. Das hätte ja besser laufen können. Jo, naja, passiert. Man kann ja nicht immer perfekt spielen. Wo ist die Tür? Da. Es ist so dunkel. Ist jetzt eigentlich Nacht? Ist jetzt Tag? Moment, wo sind wir? Ja, wir haben das Riesending als letztes gekillt. Ne, war doch so. Muss ja so gewesen sein. Aber müsste dann jetzt nicht Tag sein oder ist jetzt gerade noch früh am Morgen? Ah! Du Idiot! Fällst doch immer wieder auf die gleiche Scheiße rein. Oh nein. Na? Jetzt lass dich doch mal treffen! Der Kamerawinkel! Er hat mich! Oh nein! War's das? Nein. Erstmal warten, bis das Gift weg ist. Peng? Okay. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ich meine, wir hören's und sehen den Schaden. Ach, da hinten. Ja, da finde ich natürlich nichts. Still. Schön. Aha, aha, ein Item. Ein Kasten. Ich nehme ihn mit, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür er ist. Und nein, ich werde jetzt nicht alle Räume ablatschen, weil so viel Zeit und Bock habe ich da jetzt gar nicht drauf. Vor allem habe ich keinen Bock drauf. Aber müsste hier nicht alles verschüttet sein, dann komme ich hier gar nicht lang, ne? Okay. Es ist auf jeden Fall nach dem Behemoth oder wie man ihn jetzt nennen will, weil hier ist alles zerstört. Jo. Mr. Duggles? Ah, da ist er. Ach, dem geht's ja super. Ich dachte, der wäre tot. Normalerweise stirbt da immer jeder. Das war ja ein Brocken. Die Minen hatten keine Wirkung. Sie haben mir das Leben gerettet. Und meinem guten Flint hier. Sind Sie verletzt? Nicht weiter schlimm. Ach ja, der Laster ist bereit. Hier. Der Schlüssel. Ah! Lastwagenschlüssel. Gut, ja, danke. Danke. Was macht der Hund eigentlich? Ach, jetzt sieht man es nicht mehr. Der hat gerade eingehabt mit so. Jetzt habe ich was verschluckt. Dann gehen wir mal Frodin Driveway und dann gehen wir zum Junkyard und dann müssten wir ja fahren dürfen, ne? Jo. Also auf geht's. Und ich schlüpfe hier ab und zu mal ein bisschen an meinem Cappuccino. An meinem Cappuccino. Ach, komm schon.
Das Tor ist kaputt. Dann gehen wir halt zurück. Dann gehen wir halt zurück. Wo ist eigentlich unser guter, wie hieß er? Kyle Madigan. Privatdetektiv. Wo ist denn der? Ich meine, der müsste ja theoretisch ja auch irgendwo sein. Der muss ja dieses gigantische Monster auch mitbekommen haben. Wenn er nicht gerade so einen Schlaf hat wie ich. Ich hätte das nicht mitgekriegt. Ich hätte einfach geschlafen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Dafür werde ich auch gemimt. Ach, aber Professor Schlaf und nichts merken. Das ist eigentlich ja zum Summer Breeze. Da schläft man ja im Zelt und so. Festival, ihr wisst schon. Und meine Freundin hat die ganze Zeit ihre Haarbürste gesucht. Und wir haben die 5 Tage lang nicht gefunden. Und als wir dann alles eingepackt haben, um zu gehen, lag die unter meinem Schlafsack. Ich habe die ganze Zeit das Ding platt gelegen. Und seitdem werde ich gemobbt. Das ist unfair. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das Ding ist gigantisch, das Ding ist, weiß ich nicht, gute 8 cm breit und dick. Wie kann man sowas nicht merken? Ah, so, sind wir jetzt da? Ne, wir sind noch nicht da. Versucht doch hier nur mit blödem Geschwätz die Stille zu überbrücken. Wir spielen ja nicht mal Musik gerade. Was haben wir hier? Bestimmt auch mal ein Random Encounter oder irgendwas Bossartiges oder Kyle Madigan chillt jetzt hier. Ah ja, natürlich. Wo zum Teufel waren sie? Ich habe etwas nachgeforscht. Ist was passiert? Ha. Hat's wirklich nicht mitbekommen? Hier war die Hölle los! Ach ja? Das wusste ich nicht. Ich habe Infos über den Bunker gesammelt. Sie werden es nicht glauben. Was? Hören Sie gut zu. Oh shit, Musik. Wissen Sie, was Retroviren sind? Nein! Sie verändern die DNS und verursachen Ebola und AIDS. Parasiten, die ihre eigenen DNS weitervererben. Ich dachte Viren. Oh, sorry. Sie sind ja die Expertin, wenn man nun diese Viren künstlich manipuliert. Vektorviren. Was? Sie dienen als Überträger von veränderter DNS. Okay. In der Medizin werden sie künstlich hergestellt. Ist das so, ja? Genau. Retroviren, die das Erbgut verändern. Was wäre, wenn sie die Fortpflanzung steuern würden? Die Erbinformationen werden weitervererbt. Deswegen heißen sie so. Sie könnten sogar eine ganze Spezies verändern. Moment, ich komme nicht mit. Worum geht's hier gerade? Auch bei Menschen finden sich frühe Anzeichen, dass die Erbinformationen oft verändert wurden. Aha. Großer Gott, Neomitochondrien! Sind das Retroviren, ja? Oh, es hat ihr gedämmert, oder was soll das bedeuten? Ha? Sie sehen so blass aus. Sieht man nicht, ist alles dunkel. Es ist nichts. Die Monster hier waren einmal Menschen. Ja, das wissen wir. Bis auf die Hasen. Wenn die Neomitochondrien sich stärker vermehren, könnte weltweit das passieren, was hier vorgefallen ist. Ah, danke für die Erklärung für Dumme. Jetzt hab ich's auch verstanden. Ein endloser Albtraum. Zu welchem Zweck? Keine Ahnung. Aber eins steht fest. Die Viren werden in diesem Bunker hergestellt und werden durch die Luft übertragen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen den Bunker finden. Woher weißt du das alles? Und diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Woher weiß er das? Woher will er das wissen? Der hat nicht gesagt, woher er das weiß. Ah ja, glaubt dem nicht. Ah ja, du bist vom FBI! Worauf warten wir doch, Aya? So gefallen sie mir. Ich weiß auch ungefähr, wo der Eingang ist. Irgendwo im Wüstenwesten. Ich werde fahren. Laden Sie Ihre Ausrüstung auf den Laster. Verstanden. Ich warte hier.
Machen Sie schnell. Ja, ja, ich bin ja schon fertig. Wir können eigentlich theoretisch direkt los. Dann muss ich gerade mal gehen, denn es ist ja noch früh am Morgen. Ehrlich gesagt möchte ich jetzt hier gar nichts mehr machen. Weil die ganzen Räume haben wir durchsucht, da ist theoretisch nichts mehr. Wir haben dieses Staubrätsel noch, von dem ich überlegt habe, ob ich es mache, aber jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade keinen Bock drauf, deswegen mache ich es nicht. Bereit? Ja. Na dann los. Na dann los. Über Stock und über Stein, wer kann das nur sein? War es das schon? Oder kommt da noch eine Sequenz? Oh, bitte CD2 einlegen. Einen Moment, Sekunde, da muss ich mal ganz kurz hier so, ne, dann seht ihr kurz nix, das ist nicht so schlimm. Ach, ihr seht dann die ganze Zeit den, Dingenscreen, den, wie heißt der, der lege die zweite CD ein Screen. Hoffentlich seht ihr jetzt was, das wäre nämlich jetzt echt schlecht. Genau, Sieht gut aus. Ja, sehr gut. 6. September 2000, 0 Uhr 6, Mesa im Außenbezirk von Dryfield. Mojave-Wüste. Was ist eine Mesa? Ich kenne das bloß aus Black Mesa, aber ich dachte, das wäre ein Eigenname. Oh boy. Was passiert hier? Warum ist hier so spannende Musik? Warum sehe ich nichts? Achso. Yeah, ich schieße mit deiner Hand, weil ich bin Kyle Madigan. Yeah. Na, kommen Sie raus! Nein, Sie kommen! Von hinten! Ha! Was? Wieso musst du mich... Madigan! Mich hat's erwischt. Ja, von was? Hast du dir selber in den Fuß geschossen, oder was? 5 HP. Madigan! Da kommen sie. Sie beobachten uns jetzt. What do you mean? Wir sollten in Stellung gehen. Wie in Stellung? Was meinst du? Wo kommen die? Ich sehe nur Dunkelheit. Hier ist eine Mine. Ah, die Musik ist super. Also die Musik, die... Ach, jetzt kann ich nur Zeug rausnehmen. Oder Zeug reinlegen. Ja, das müsste eigentlich gut sein so. Ach, ich hätte nochmal Munition kaufen können. Shit. Das wäre schlau gewesen. Naja, ich krieg bestimmt nochmal die Möglichkeit. Wo? Nein! Kyle! Okay. Kyle geht's gut, aber geht's mir auch gut? Ah! Boah. Jetzt stirb aber. Und jetzt kann ich mich heilen? Oh, das war's schon. Was wird das? Unepic. Sind Sie okay? Halb so schlimm. Ich halte die Stellung. Schnell in den Stollen. Echt, sorry. Bye. Ah! Dodgen? Ah, dammit. Oh mein Gott, er hat mich von der Klippe gestoßen! Was? Das ist ja gleichzeitig echt cool und echt uncool. Ja, scheiße.
Nee, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass das geht. Jetzt finde ich es noch cool, später finde ich es wahrscheinlich richtig zum Kotzen, aber... Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder, wa? In der nächsten Folge, dann mache ich hier nämlich jetzt einen Cut, dann müsst ihr das zumindest nicht mehr sehen. Vielleicht jetzt mal 5 Minuten vom Video, aber... Das schafft ihr schon, ne? In der nächsten Folge bin ich dann wieder bei dem Auto und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf den oberen Link. Dort gibt's die gesamte Playlist zu Parasite Eve 2. Wenn ihr lieber was anderes von mir sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jaguar. Sagt noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.